Fränkel frotzelt. Heute. Let's Play. Feuerwehr 2014, die Simulation. So, mal eben schnell ein paar Worte zur heutigen Schichteinteilung. Du bist heute als Fahrer für das Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 7 eingeteilt. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Tag in Hasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Und endlich habe ich es geschafft. Ich habe das scheiß Drehleiter-Ding. Und jetzt hoffe ich mal, dass wieder mal ein bisschen neue Missionen kommen, ne? Ja, ich werde erstmal angucken mir, was denn da alles so drin ist, was man eventuell auch brauchen kann. Ja, klar. Das sind die Schläuche. Was war das nochmal? Das war der Hydrantenschlüssel. Atemschutz, alles klar. Und, ein kleiner Feuerlöscher. Ich habe übrigens noch meinen Kater, einen unserer Kater auf dem Schoß. Der heißt, in dem Fall ist es der Smart. Wir haben noch den Clever. Und der Smart hat jetzt miaut, aber, Smart, ich muss jetzt spielen. Ich muss aufnehmen, deswegen... Halt die Klappe! Falls irgendwann der Ton abbricht, dann liegt es daran, dass er runtergesprungen ist und mein Kabel vom Headset mit aus dem Rechner gerissen hat. Was denn? Und falls das der Fall sein sollte, dann kommt er natürlich ins Tierheim sofort. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal... Halt, nein. Ein, was schaue ich jetzt neuerdings schon immer, und zwar, ob genug Sprit im Fahrzeug ist, ne? Wäre ja bekackt, wenn ich da auf halbem Weg stehen bleibe. Oh, da, schaut euch an hier. Ich sehe schon. Jetzt habe ich einen neuen Mitfahrer, mal gucken, was der so erzählt. Wir müssen erstmal tanken fahren. Auf geht's. So. Depp, 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 depp. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Ja, ist gut, ey. Ich glaube, der Zikun Turbospritzer kommt gar nicht vor im Spiel, ne? Der kommt immer nur bei den Feuerwehr... Quatsch, Feuerwehr, natürlich, das ist ja auch ein Feuerwehrspiel. Immer nur bei den Flughafen-Feuerwehrsimulatoren kam der, glaube ich, immer zum Einsatz, oder? Naja. Schepper. Super eingeparkt, der Fränkel. Besser geht's nicht. Jetzt müssen wir mal kurz noch den Tankdeckel suchen. Da vorne. Und ihr seht hier wieder meinen Teleskoparm im Einsatz. Achtung. Habe ich aus der Hosentasche gezogen quasi. So. Auch hier, Teleskoparm, zeige ich euch nochmal. Bisschen näher muss ich ran. Da, schau. Wupp! Ich hab's reingeworfen. Das müsst ihr erstmal nachmachen in echt. Den Saugrüssel, Spritzrüssel reinwerfen ins Loch. Ja. Ich bin hier übrigens jetzt total festgenagelt. Ich kann mich nicht bewegen. Also drehen kann ich mich schon. Sogar 360 Grad hier. Scheiße. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, leg das ab. Dich unverzüglich darum. Dann mal los mit euch. Florian 7 an Leitstand. Ich melde Einsatz angenommen. Von der hiesigen Flughafenfeuerwehr bekommen. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht mit dem nächsten Spiel dorthin wechseln soll. Hättest du mich auch Lust? Den kenne ich noch nicht. Ich weiß aber jetzt nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Ob das auch ein Let's Player ist. Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich ist es irgendein Let's Player. Ein völlig Unbekannter im Vergleich zu mir, wie ich zu betonen wage. Ja, ich durfte ja nicht hast mitmachen. Du nicht mitbekommen, was der da so hier. Ich stand die Tage mit dem an der Kasse und da hängt diese vollständig rosafarbene Zauberin. Was soll ich sagen? Er nimmt einen aus dem Regal, schaut sich an und rafft absolut nicht, wo der Witz dabei ist. Dann fragt er die Kassiererin noch ernsthaft, was diese würfeln sollen. Die Gute hat sich echt nicht mehr eingekriegt, voll Lachen. Ich weiß auch gar nicht, das ist, das habe ich auch alles schon mal gehört. Also diese Sprüche, die wiederholen sich jetzt offensichtlich. Das heißt, wir können jetzt eigentlich genauso gut, na gut, ein bisschen warte ich noch. Vielleicht hat der noch was Neues auf Lager, wer weiß. So, wo sind wir denn? Ah, okay, alles klar, alles im Griff. Jetzt kommt bestimmt da wieder der Spruch, Mama und Martin da unten. Dann fliegst du raus hier! So. Oh Mann, da muss ich ganz außen rumfahren. Ich könnte echt noch eine Stunde schlafen. Verpiss dich vom Zebrastreifen. Verpiss dich von der Straße.
So geht's ja wohl nicht, ne? So, jetzt müssen wir da wieder rausfahren. Und dann da runter. Ist das die Stelle, an der ich meine unsichtbare Wand hatte und ich runtergekommen bin? Und jetzt geht's? Kann das sein? Ich glaube schon, ne? Da bin ich mal stecken geblieben. Ich habe letzte Nacht vielleicht einen Schwachsinn geträumt. Ich komm auf die ja, jetzt kommt wieder der komische Spruch mit dem Besen und dem Feuerwehr und weiß der Geierhelm. Feuerhelm auf dem Kopf und schaut. Fresse! So, jetzt sind wir gleich da, ne? Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Okay. Und wo? Vielleicht brennt es auch gar nicht, ne? Moment, was war denn der? Muss ich erstmal checken, was los ist hier. Bekämpfe das Feuer. Okay, das heißt, es muss irgendwo ein Feuer sein. Ah, ein Gigantofeuer! Oh Gott, was tue ich nur? Spuck ich's aus oder piss ich's aus? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich nehme heute einfach mal den Feuerlöscher, damit ich da mal ein bisschen übe. Weil das habe ich irgendwie nicht so richtig raus, wie das geht. Mal gucken, ob es in dem Fall besser klappt. Ich weiß nicht, wie ich das scheiß Ding hier halten muss. Ich sprutzel doch da eindeutig drauf. Aua. Tut weh. Ich krieg's nicht auf die Reihe. Also, wenn ich den Kreis nehme, der zum Ziel wahrscheinlich gedacht ist, geht nichts. Wenn ich weiter runter gehe, geht nichts. Ah, leck mich doch am Arsch, du blöder Kackfeuerlöscher. Ist doch wahr, ey. Blöder Dreck. Schlauch, wo warst du nochmal? Hier. So, und der Anschluss ist da drüben. Und das geht dann schnell. Und das klappt auch. Was macht er denn jetzt? Pumpen? Nee, hör auf. Sag nicht, dass das Kackfahrzeug leer ist. Das hätte ich auch schauen müssen, ne? Jetzt brauche ich einen Hydranten. Moment. Ist hier ein Hydrant irgendwo? Muss mal rauszoomen. Hier ist auch kein Hydrant. Doch, da ist ein Hydrant. Natürlich ist da ein Hydrant. Okay, jetzt wird es aber mit der Zeit verdammt knapp. Wo ist der Schlauch wieder hin? Kacke. Da war der Schlauch. Wo ist der Scheißöffner? Ich habe ihn doch gesehen vorhin. Ganz ruhig, Herr Frenkel. Keine Panik. Hier. Komm. Hydrant, der muss da sein irgendwo. Rein das Ding. So, dann brauchen wir, was brauchen wir, dann brauchen wir den anderen Schlauch, der ist auch auf der anderen Seite hier. Und dann ist auch, keine Panik, alles im Griff. Ich habe das doch absichtlich gemacht, damit, scheiße, das ist falsch, ich brauche erst diesen anderen. Ich wollte sagen, ich habe das jetzt absichtlich gemacht, um die Spannung zu erhöhen. Ne, ist klar, Leute. Wo ist denn das Scheißding? Das brauche ich jetzt erstes. Fuck! Nimm's halt einfach! Mann! Ist doch wahr. Was ist denn jetzt wieder los? Also, geht doch. So. Und jetzt baue ich wieder den anderen Schlauch. Oh Gott. Das muss ich jetzt wieder hier anschließen. Dann muss ich das hier anschließen. Ach, dann hätte ich den anderen angeschlossen haben lassen können. Ich habe schon wieder vergessen, ey. So, weil ich habe jetzt hier noch keinen Schlauch. Jetzt darf ich den anderen Schlauch trotzdem wieder dahin machen. Ah! Chaos auf der Landstraße hier. Aber jetzt habe ich es im Griff. So, und jetzt. Ah! Wassermarsch. Was ist jetzt los? Warum geht das jetzt nicht? Fick doch die Dreckshenne! Was ist denn jetzt los? Ich werde doch so... Ich mache hier noch meine Witze, von wegen ich pisse es aus und ich spucke es aus, aber es geht gar nichts hier. Was soll das denn? Da stimmt doch was nicht. Das ist doch nicht normal. Hier, da geht gar nichts aus. Ach,
Scheiße, Dreck, verdammte! Könnt ihr mich mal am Arsch lecken? Jetzt mach ich das wieder ab hier, den Kack. Dann. Pff, die Schicht ist eh kaputt und. Ach, Menno! Was ist denn, wenn ich jetzt da einsteige? Ach nein, erstmal den Schlauch wieder ablegen. Ah, ich will nur mal kurz gucken, ob das Löschwasser wirklich leer war. Oder ob ich vielleicht. Ob das ein Bug war. Ach, kack doch dann! Scheiß Schläuche! Ich bring mich jetzt um hier, verdammt. Ist doch wahr! Blöder Mist. Man kann sich nicht mal schnell umbringen hier. Guckt euch mal das an, hey. Da läuft die Zeit. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was jetzt das Problem war. Wahrscheinlich ich. Okay. Nochmal von vorn. Tach, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Du bist heute als Fahrer für das Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 7 eingeteilt. Sorge bitte dafür, dass das... Ja, ist gut, ey. Ich steig jetzt dann gleich in dieses Kackauto ein. Auto ist es ja nicht. Das ist ja eher ein Truck oder was auch immer. Das Fahrzeug. Und dann werde ich erstmal das Löschwasser checken und nicht nur den Tank. So. Und das ist das, was ich zuerst mache. Und du kannst die Klappe halten. Die blöden Sprüche kenne ich mittlerweile auswendig. So. Wie geht's? Also irgendwas war da faul gerade. Irgendwas war da wirklich scheiße faul. So, nochmal rein. Da ist gar kein Löschwasservorrat. Warum? Das verstehe ich nicht. Hoppala. Dann hat das gar keinen Löschtank, das Ding, oder was? Dann kann ich nur wirklich mit Hydrant löschen, oder was? Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Was ja auch total super funktioniert hat, wie ihr gesehen habt. So ein Scheiß, ey. Das Ding hat keinen Löschwasservorrat. Hm. Ja, dann kann ich nur hoffen, dass das nächste Mal mit dem Hydranten besser klappt. Weil mit dem verschissenen Feuerlöscher komme ich ja gar nicht klar. Nicht zu fassen, ey. Ja, komm. Jetzt nehmen wir mal von da hinten. Ach nee, wisst ihr was? Von ganz da hinten nehme ich jetzt mal. Einfach nur, weil ich es kann. Fupp, wieder reingeworfen. So, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, dass das jetzt so gar nicht geklappt hat. Das Ding hat keinen Löschwasserbehälter, ey. Was sind denn das für Zustände hier? Mann. So, dann tun wir es hier rein, nachdem wir es hinten rausgenommen haben, stecken wir es hier wieder rein. Das geht sogar. Deckel zu, rein. Und eigentlich kann ich jetzt auch so wieder fahren, weil die Sprüche von dem Sacknaserich, die kennen wir ja alle. Und dann gehen wir eine Runde pennen, wenn es noch geht. Ich werde aber nochmal am Wassertank halten, um zu schauen, nochmal ganz sicher zu gehen, ob man das nicht befüllen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Es ist wahrscheinlich wirklich so, dass das Ding keinen Löschwasser-Dingsbums hat. Hoppla! Na? Das war mal Stunt-Action hier, oder? Ha! Das war Absicht. Genauso wollte ich das haben. Ich wollte nicht umfallen, sondern einfach nur springen. So, da ist das Löschwasser-Dingsbums. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ach so. Muss man das anschließen hier? Oder wie? Muss man da einen Schlauch anschließen? Was ist das für ein Hydrantenschlauch? Keine Ahnung! Mal kurz gucken. Kann ich das hier direkt anschließen oder geht das nicht? Das ist ja sinnlos hier eigentlich. Es ist ja eigentlich sinnlos, aber ich probiere es trotzdem. Geht ja auch nicht, ne? So. Einzige Logik wäre dann, dass das hier vielleicht zum Anschließen ist. Was aber nicht geht. Wahrscheinlich, weil er einfach kein... Scheiße. Löschwasserbehälter hat. Unsdorfer Wald kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Passt auf euch auf. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. So, ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Ob es klappt, werdet ihr jetzt nicht mehr erfahren, weil wir hier am Ende dieser Episode sind. Falls es euch Spaß gemacht hat, mich verzweifeln zu sehen, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da, freue ich mich dann drüber. Und dann müsst ihr wiederkommen, ne? Nächste Folge werdet ihr erfahren, ob ich...
Oh.